Der Umweltrat steht heute im Zeichen internationaler Verhandlungen gegen die drei großen ökologischen Krisen unserer Zeit, die Klimakrise, die Krise der Naturzerstörung und die Verschmutzungskrise. Ich rechne damit, dass der Rat heute der EU-Kommission starke Verhandlungsmandate erteilen wird für die Klima-COP 27, die in Sharm el-Sheikh stattfinden wird, für die COP 15, die in Montreal stattfinden wird und auch für die internationalen Verhandlungen über eine Plastikkonvention. Zur Klimakonvention wird Ihnen gleich Frau Jennifer Morgan noch Ausführungen machen. Für die CBD-COP 15 in Montreal ist mir besonders wichtig, dass es ein klares Verhandlungsmandat gegen die weitere Naturzerstörung für den Schutz der biologischen Vielfalt geben wird. Diese Krise, die ökologische Krise, ist mit der Klimakrise untrennbar verbunden. Ohne intakte Natur, ohne intakte Ökosysteme können wir den Kampf gegen die Klimakrise nicht bestehen. Und deshalb brauchen wir hier ein starkes Mandat. Meine wichtigsten Ziele sind der Schutz von 30% der Fläche an Land, aber auch auf See bis 2030 zu erreichen, weltweit. Wenn wir dieses Signal in Montreal im Dezember verhandeln können, wäre das ein unglaublich starkes Zeichen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und für kommende Generationen. Deutschland hat dafür seine Finanzierungszusage für die internationale Ebene verdoppelt auf 1,5 Milliarden Euro ab spätestens 2025. Und ich hoffe, dass wir damit Rückenwind für diese COP in Montreal geben können. Vielen Dank. Ja, heute wird der Rat COP 27 vorbereiten. Wir sind jetzt mittendrin in viele Krisen, Klimakrise, Ernährungskrise, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Energiepreisen. Aber es ist klar, wir müssen voran mit Klimalösungen. Ich glaube, in diesem Kontext ist es klar, dass die EU vorangehen muss mit der Beschleunigung der Energiewende und auch Solidarität mit den vulnerabelsten Ländern zu zeigen. Konkret, das heißt Nummer eins, ein Minderungsarbeitsprogramm in Sharm el-Sheikh, um diese Lücke zwischen, wo wir jetzt stehen, und diese 1,5 Grad Celsius-Ziel ins Griff zu halten. Nummer zwei, ein Paket für Solidaritätsmaßnahmen, um die vulnerabelsten Länder zu unterstützen, weil sie leiden von der Auswirkung jetzt. Und Nummer drei, ein Zeichen, dass wir alle unsere Finanzverpflichtungen da erreichen würden, eine Impulse auch, um Vertrauen aufzubauen mit Entwicklungsländern. Heute werden wir das alles besprechen. Der Ratspräsidentschaft Tschechien hat es gut vorbereitet. Es gibt zwei Punkte, die wir weiter besprechen müssen, also die globale Kohleausstieg und auch die Ambition von der EU. Und da finden wir sehr wichtig, weil es ist immer so den Fall, dass mit einer starken EU-Position, dass wir glaubwürdig mit Entwicklungsländern arbeiten können, um eine erfolgreiche COP in Sharm el-Sheikh zu schaffen. Was sind heute die größten Herausforderungen, um auf konkrete Lösungen zu kommen? Wir müssen einerseits die aktuelle Krisensituation, die Energieversorgung und die Energiepreise im kommenden Winter bewältigen, als Mitgliedstaaten, aber eben auch gemeinsam als Europäische Union, und dürfen trotzdem die großen ökologischen Krisen, die Klimakrise, die Krise der Naturzerstörung nicht aus den Augen verlieren. Und diese beiden Sachen in Balance zu bringen, das ist, glaube ich, die Herausforderung für alle Debatten heute. Aber ich bin sehr zuversichtlich bei den sehr guten Vorarbeiten, dass das gelingen wird.